Herr Thomas, herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Kurzstrecke, ja, wir haben uns fest vorgenommen, auch 20 Minuten einzuhalten. Das ist unser großes Ziel des heutigen Tages. Und wie bereits angekündigt, werde ich Sie heute mit nach Sizilien, zuerst überhaupt in die Antike und dann etwas später nach Sizilien mitnehmen. Und mein Anliegen ist es, Ihnen eigentlich einen groben Überblick anhand von so Einzelbeispielen über den Status quo zur Forschung zum Umland zu bieten und dann vor allem darauf einzugehen, was für Fragestellungen eigentlich in Bezug auf Westsizilien offen sind oder besser gesagt, was in der archäologischen und auch althistorischen Forschung seit vielen Jahren eigentlich als Paradigma gilt und ob dieses Paradigma wirklich so aufrechtzuerhalten ist oder ob wir das hinterfragen müssten. Das sind meine Zielrichtungen. Die Untersuchung von Umland, Chora Territorium, von antiken griechischen Städten stellt ein langes und umfangreiches Forschungsfeld in den Altertumswissenschaften dar und geht praktisch sowohl in der ja, historischen wie auch der archäologischen Forschung auf die unterschiedlichsten dazu vorliegenden Quellen zurück. Wenngleich noch lange nicht restlos ausgereizt, so gilt doch Attika, das Umland, das Territorium Athens, als eine der bekanntesten Regionen der antiken griechischen Welt, über die zahlreiche Kenntnisse zwischen geometrischer und römischer Kaiserzeit existieren. Hier ist es nicht nur gelungen, die grobe Ausdehnung der Stadt mit dem zugehörigen Territorium festzustellen. Sie sehen hier das ungefähre Gebiet von Attika, sondern in den unterschiedlichen Zonen auch die verfügbaren Ressourcen, ihre antike Ausbeutung und auch die Weiterverarbeitung zu identifizieren. So konnte besonders das Gebiet des Laurion, hier unten gelegen, also jene bekannten antiken Bergwerke im Osten Attikas, umfangreicher erforscht werden. Hier finden sich alte Bergwerke, Stollen, Wasserspeicher, aber auch die sogenannten Ergasteria, die Werkstätten zur Weiterverarbeitung der Erze. Daneben kennt man am Pentelikon die antiken Steinbrüche, an denen nicht nur die Bauteile der großen architektonischen Projekte Athens, sondern auch Marmorblöcke für den Export gewonnen wurden. Eine Region, die auch heute noch weiter ausgebeutet wird. Kleinere Siedlungen und Bauernhäuser sind im ganzen Gebiet von Attika nachweisbar und belegt, was dann wiederum Rückschlüsse auf eine landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes erlaubt. Und auch in Athen selbst, also im Zentrum der Stadt hier oben im Nordwesten, finden sich mit den Töpferwerkstätten im Kerameikos die Orte, an denen aus Ton die bekannte attische Keramik hergestellt wurde. Der Vorteil von Attika liegt dabei in mehrfacher Hinsicht auf der Hand. Neben den archäologischen Quellen und dem hohen altertumswissenschaftlichen Interesse, was seit jeher dieser Region entgegengebracht wurde, sind auch weitere Informationen zur Region in der antiken Literatur relativ häufig zu finden. Gleichzeitig haben sich auch zahlreiche epigraphische Dokumente erhalten, etwa wie hier exemplarisch gezeigt, die Urkundenstelen mit den Pachtverträgen für die einzelnen Bergwerksgebiete im Laurion, einfach als exemplarisches Beispiel, wie weit man in Athen schon ist. Insgesamt muss man aufgrund dieser Quellenlage auch festhalten, dass Attika unter anderem aufgrund dieser Quellenlage in vielen Aspekten eine absolute Ausnahmestellung beizumessen ist. Doch Athen war bei weitem nicht die einzige wirtschaftliche Großmacht unter den griechischen Städten in archaischer und klassischer Zeit. Und die liegt jetzt hier erst einmal im Fokus der Betrachtung, auch wenn das gesamte Vorhaben dann natürlich sich etwas ausbreiten sollte. Aus den antiken Schriftquellen und dem archäologischen Befund geht die Bedeutung der sogenannten westgriechischen Polis klar hervor. Städte wie Syrakus, Tarent, Agrigent oder auch das später noch näher charakterisierte Selinunt
waren bereits in kürzester Zeit nach ihren Gründungen im 8. und 7. Jahrhundert vor Christus zu antiken Megacities herangewachsen und scheuten sich nicht, ihren schnell gewonnenen Reichtum mit monumentalen Tempeln in großer Zahl zur Schau zu stellen, wo exemplarisch die Stadtgebiete von Agrigent und Syrakus dann diese bekannte Bergkette, das sogenannte Tal der Tempel, obwohl es ein Hügelkamm ist in Agrigent mit einer ganzen Reihe von Tempeln, die sich aneinander reiht. Und insofern praktisch auch ein Zeugnis des Reichtums dieser Städte darstellt. Als Grundlage dieses Reichtums hat die Forschung immer wieder den Handel mit den punischen, etruskischen und südfranzösischen Städten im westlichen Mittelmeerraum betont. Erst in jüngerer Zeit wurde dann auch der Austausch mit den einheimischen indigenen Völkern in der unmittelbaren Nachbarschaft thematisiert. Als zweiter Grund für den Reichtum gilt vor allem auch der Zugriff auf fruchtbares Land. Dementsprechend hat in den letzten Jahrzehnten vor allem die Erforschung des Umlandes vieler antiker Städte einen hohen Stellenwert besessen und auch zu wichtigen Ergebnissen geführt. In einer jahrzehntelangen Arbeit ist es besonders Joseph Coleman Carter zu verdanken, dass wir die Jura von Metapont in Süditalien heute gut kennen. Hier ließen sich Bauernhöfe, Wasserversorgung und Wasserregulierung, Straßennetze, kleine Siedlungen und Nekropolen nachweisen und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen. Vor allem konnte Carter aufzeigen, wie strukturiert die Einteilung dieses Umlandes in die einzelnen Planparzellen vollzogen wurde, dass also das Bild, was wir von dieser Stadt hier heute besitzen, das Bild des Umlandes mit dieser Landaufteilung, durchaus der planmäßigen Aufteilung auch des innerstädtischen Bereichs von Metapont, eine Planstadt, letztlich ähnelt. Metapont bleibt in dieser Detaildichte im griechischen Westen jedoch ein ganz besonderer Vorbildfall. Über andere Orte sind die Kenntnisse selbst, aber auch die Möglichkeiten, solche Kenntnisse zu erlangen, deutlich geringer ausgeprägt. Während in Süditalien vergleichbare Bedingungen etwa in Poseidonia, also Pestum, hier gelegen, oder Siris Herakleia, direkt in der Nachbarschaft von Metapont, situiert, erkannt werden konnten, bleibt vor allem Sizilien trotz zahlreicher Surveys in vielen Elementen unbekannt. Die umfangreichen Surveys der Region erlauben allerdings vereinzelte Rückschlüsse. Ansonsten bilden immer noch die Beobachtungen zur Topographie für die Überlegung dieser Insel die Basis der bisherigen Ansätze zur Umlandsforschung. Also es sind die auf dem Plan rechts zu sehen, es sind die gesicherten Surveys auf Sizilien verzeichnet, die zum Zeitpunkt des großen Agrigent-Surveys von Johannes Bergemann existierten. Nicht vermerkt sind die Surveys, die untergegangen, nicht publiziert oder auch verschollen sind. Da kennen noch einige mehr dazu, aber über die wissen wir leider einfach auch nichts. Von Diodor ist wenigstens zu erfahren, dass der Export von Wein und Öl nach Nordafrika einen wesentlichen Bestandteil des sizilischen Handels darstellte. Und noch Plinius berichtet dann in römischer Zeit von den berühmten Selinuntiner Weizen. Diesen und ähnlichen Angaben folgten in der modernen Forschung dann vor allem Moses Finlay, den haben wir letzte Woche auch schon gehört, und in jüngerer Zeit dann Franco de Angelis, die von einer Überproduktion an Nahrungsmitteln in manchen dieser sizilischen Städte ausgehen und vor allem drei Hauptexportprodukte nennen. Wein, Öl und Weizen, beziehungsweise durch die Untersuchung von De Angelis dann auch eben Gerste als Alternative zu Weizen. Es handelt sich demnach um jene Exporte, die auch in den römischen Quellen vor allem mit Sizilien in Verbindung gebracht werden. Sie sehen hier diesen Mittelmeerraum aus dem neuen Pauli zusammengestellt, die wirtschaftlichen Anbaugebiete in römischer Zeit, und da ist auf Sizilien praktisch dieses Dreigestirn letztlich vertreten. Um solche Überschüsse zu erzielen,
setzte dies jedoch auch die Transformation des antiken, der antiken Landschaft voraus, denn nach gängiger Meinung war Sizilien vor Ankunft der griechischen Siedler stark bewaldet. Mit Ankunft der Griechen seien die Küstenwälder immens reduziert worden und das Land in der Umgebung der antiken Polis musste einer Rodung mit nachfolgender Umwandlung zu Ackerland unterworfen werden. Erst in römischer Zeit, also seit dem Hellenismus, habe dann der Abbau von Holz derart zugenommen, so etwa nachzulesen bei Roger Wilson, dass sich Sizilien seinem heutigen Erscheinungsbild annäherte. Sie sehen hier Sizilien im 8. Jahrhundert vor Christus, daneben der heutige Bewaldungszustand im Kontrast, der aber seit römischer Zeit ungefähr so auch schon sich herausgebildet haben soll. Konkrete Beweise für dieses mittlerweile als Fakt in der Literatur vertretene Paradigma sind jedoch, wenn man genauer hinguckt, spärlich. In neuerer Zeit ist hier die jüngst erschienene Arbeit von Mario Rempe zu nennen, der sich mit der Landnutzung im südöstlichen Sizilien in der Umgebung von Camarina auseinandergesetzt hat. Wir befinden uns also hier unten in dieser Region und hier sehen Sie das von ihm untersuchte Gebiet. Leider sind die einzelnen Proben mit Nahrungspunkte hier kaum auf dem Bild zu erkennen. Das ist nun mal dem Beamer geschuldet. Rempe konnte anhand der Analyse von Kolbenprofilen und archäobotanischen Proben aufzeigen, dass neben Weizen und Gerste auch Hirse, Winkelweizen und Hülsenfrüchte in der Stadt existierten. Dazu kommt aber auch der Nachweis von Weidewirtschaft, von für Weidewirtschaft typischen Gräsern in größerer Zahl, sodass nach ihm, nach Rempe, diese Palette noch um eine Nutztierhaltung wenigstens zu erweitern sei. Ein derartiges Bild einer diversifizierten Landwirtschaft lässt sich auch in anderen Gebieten Ostsiziliens, also in der ganzen Region hier drüben, aufzeigen, wodurch ähnlich geartete Untersuchungen Hinweise auf Hülsenfrüchte, Wein, Öl und sogar auf Honig angeführt wurden. Gleichzeitig zeigen die Analysen jedoch auch einen konkreten Wandel im gesamten Bewuchs. Da habe ich Ihnen hier eine Zeile in Rot hervorgehoben. Während der Ankunft der griechischen Siedler im 8. Jahrhundert vor Christus eine kurzzeitige starke Bewaldung vorausgegangen war, geht diese dann in der Folge der Gründung von Camarina stark zurück und stattdessen überwiegen seither Gräser und Kulturpflanzen. Insbesondere Eichen verschwinden in den folgenden Jahrzehnten annähernd gänzlich. Ölbäume hingegen existieren vor und nach der Ankunft der griechischen Siedler gleichbleibend und zeigen dann erst in römischer Zeit eine stärkere Präsenz im Profil. Unterschiedliche Getreidearten sind allerdings nur in einer relativ niedrigen Konzentration mit einigem Abstand zur historischen Stadtgründung festgestellt worden. Das ist letztlich dieser kleine Balken, den wir hier sehen. Derartige Untersuchungen waren bislang vor allem auf Ostsizilien konzentriert. Weiter im Westen sind sie seltener vertreten und vor allem wurden dann die wenigen Einzelproben oder publizierten Einzelproben, muss man sagen, zur Rekonstruktion der antiken Bewuchssituation für die ganze Region übergreifend genutzt oder schlichtweg ignoriert. Herauszustellen sind die Ergebnisse von Gorgo Basso bei Mazara del Vallo. Wir befinden uns also hier im Westen von Sizilien. Auch hier konnte in den Kolbenprofilen eine starke Bewaldung vor dem 8. Jahrhundert vor Christus erkannt werden, die dann abrupt zurückging. Vor allem lassen sich durchgängig Pistazien und Ölbäume nachweisen, Wein hingegen überhaupt nicht. Auffällig ist auch das Fehlen von Getreide, dessen verstärkte Präsenz überhaupt erst ab römischer Zeit beobachtet werden konnte. Dieser Umstand wurde in der Forschung zu Westsizilien bislang weitestgehend ignoriert, steht insofern in einem direkten Gegensatz zum gültigen Narrativ und zeigt, dass die Untersuchung der antiken Landnutzung in dieser Region ein klares Desiderat darstellt. Die in Gorgo Basso und auch am unmittelbar benachbarten Lago Creola durchgeführten Untersuchungen
fanden nämlich in einem heutigen Naturschutzgebiet statt, das etwa 15 Kilometer westlich und somit noch innerhalb des postulierten Territoriums der griechischen Metropole Selinunt liegt. Gerade dieses Selinunt gilt unter den westgriechischen Städten als eine landwirtschaftliche Supermacht. Die wirtschaftliche Stärke der Stadt drückt sich durch verschiedene Indikatoren aus. Bereits in archaischer Zeit, 2 bis 3 Generationen nach der Gründung, war ein Stadtgebiet von knapp 100 Hektar mit einer massiven steinernen Stadtmauer umschlossen worden. Und die Agora war bereits mit vollständigen Ladenzeilen und Hallen flankiert. Der mit nur etwas über 200-jährigen und somit äußerst kurzen Lebensspanne Selinunts bis zu ihrem Untergang im Jahr 409 vor Christus zählte die Stadt alleine 7 monumentale Ringhallentempel sowie knapp 20 kleinere Steintempel und sonstige Heiligtümer, wobei wir bei kleineren immer noch von Tempeln ausgehen, die so teilweise bis zu 20 mal 10 Meter Dimension besitzen. Es handelt sich hiermit um Zahlen, mit der in dieser Epoche keine andere antike Stadt wirklich vergleichbar ist. Auch in den Schriftquellen taucht die Stadt prominent auf. Im Vorfeld der Sizilien-Expeditions Athens in den Jahren zwischen 415 und 413 vor Christus beschreibt Alkibiades nach der Überlieferung bei Thukydides die Lage auf Sizilien und in Unteritalien und stellt Selinunt als einzige Stadt im Westen auf eine Stufe mit Syrakus und erklärt diese beiden Polis zur alleinigen Konkurrenz für die Athener Truppen. Die Untersuchung zu den Ressourcen im direkten Umfeld der Stadt stehen zu diesem überlieferten Bild jedoch in einem gewissen Kontrast. Vor allem hat man sich in der bald 200-jährigen Forschungsgeschichte Selinunts auf die innerstädtische Zone und in der Chora vor allem auf die berühmten Steinbrüche konzentriert, die Steinbrüche, die auf diesem Bild hier eingezeichnet sind. Surveys aus den frühen 2000er Jahren sind bis heute nicht publiziert, haben wohl auch wenige Erkenntnisse erbracht und werden vermutlich auch nicht mehr publiziert. Erst in den letzten Jahren fanden überhaupt erste Untersuchungen mit archäozoologischen und archäobotanischen Methoden statt. Diese sind aber vorwiegend auf die sakralen Gebiete und die dortigen Deponierungen konzentriert. Gleichzeitig sind in den letzten Jahren neue Aspekte beobachtet worden, die das Potenzial für die Analyse der in Selinunt verwendeten Georessourcen andeuten. So konnte Linda Adorno aufzeigen, dass die Selinuntiner Lokalkeramik in archaischer Zeit scheinbar deutlich härter gebrannt wurde als später. Diskutiert wurde, ob dies mit veränderten Brennprozessen, den Dimensionen der verwendeten Öfen oder anderen Brennstoffzusammensetzungen zusammenhängen könnte. Es stellt sich insofern die Frage, welches Brennmaterial in dem mittlerweile wohl größten bekannten Werkstattviertel griechischer Zeit verwendet wurde. Denn dieses sollte zumindest erste rudimentäre Rückschlüsse auf die antike Landnutzung und die Aneignung ihres Bewuchses durch die Selinuntiner liefern. Wenn man davon ausgeht, dass alleine der große Rundofen, den Sie hier im Bild sehen, einer Werkstatt in Selinunt nach den Berechnungen von Martin Wenz für eine Füllung mit Dachziegeln 10 Tonnen Brennmaterial benötigte, ist in Anbetracht der schieren Anzahl von Öfen hier ein Import aus weiter Ferne, zumindest in archaischer Zeit, wohl eher unwahrscheinlich. Das ist ein Plan letztlich des Werkstattviertels von Selinunt, wo man viele davon, oder Wenz viele davon auch als Öfen identifiziert hat. Und die Grabungen im Abgleich zur Geophysik, auf denen das Ganze basiert, zeigen auch, dass eigentlich in der Geophysik wirklich nur eine Ofenphase sichtbar ist. Die älteren sind gar nicht zu erkennen. Eine Quelle, um die Zusammensetzung dieses Brennmaterials zu unterschiedlichen Zeiten zu analysieren, stellt die Stratigraphie in dieser Zone der Stadt dar. Denn es ließ sich nachweisen, dass regelmäßige Niveauerhöhungen und Planierungen zwischen der Mitte des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus stattfanden und dabei große Mengen an Werkstattabfällen sowie Asche- und Holzkohlereste aus diesen Öfen in den Boden eingebracht wurden. Wir sehen hier praktisch eine ganze komplette Abfallschicht, die dann neben dem puren Asche- und Holzkohle auch durchsetzt ist mit Matrizen, mit Fehlbränden und Ähnlichem.
oder in der Stratigraphie, das ist leider auf den Bildern schwer zu erkennen, haben wir hier eigentlich Ascheschichten nach Ascheschichten, die sich über und untereinander lagern und mit jeder dieser Niveauerhöhung zusammenhängen und dann jeweils obendrauf abgeschlossen wurden mit einer verziegelnden oder versiegelnden Lehmschicht. Daneben zeigt jedoch auch andere Ergebnisse zur Stadt Reste von antiken landwirtschaftlichen Produkten. So ließen sich neuerdings in der Hafenzone zumindest Spuren von Weizen, Gerste und Oliven identifizieren. Diese Funde belegen, dass zumindest mit einem akzeptablen Erhaltungszustand von botanischen Resten hier zu rechnen ist, zeigen gleichzeitig aber nur an, welche landwirtschaftlichen Produkte in der Stadt existierten und nicht, ob sie hier auch angebaut wurden. Die Grabungen in dieser Zone haben jedoch bestätigt, dass es insbesondere in den Flusstälern der Stadt dauerfeuchte Gebiete gibt, was eine Gewinnung von Pollenprofilen wahrscheinlich macht. Neben den unmittelbaren Nachbarflüssen der Stadt, dem Modione hier im Westen und dem Cotone im Osten, der Modione ist auch der antike Selinus, bietet sich dafür aber auch der größte Fluss der Region, der Belice, an. Den sehen Sie hier, ins Landesinnere verlaufen, an dessen Seitenarm ein ganzes Netzwerk an kleineren indigenen Siedlungen lokalisiert wurde. Daneben sind in der Stadt aber auch zahlreiche Brunnen bekannt und noch nicht ausgegraben, die für den Gewinn solcher Profile prädestiniert werden. Auch ein neu entdecktes Wasserleitungsnetz hier im Bild, das scheinbar noch in der Antike zu sedimentierte, könnte bei günstigsten Bedingungen wenigstens Informationen über eine Pollensituation, ein wirkliches Profil, in ihrer Nutzungszeit bieten. Insofern können die naturwissenschaftlichen Analysen des Bewuchses womöglich wichtige Hinweise auf die Aneignung des Umlandes einer westgriechischen Siedlung bieten und gleichzeitig diachron gefragt werden, inwiefern man dies in der Antike veränderte, die Nutzung des Landes also an neue Bedürfnisse der Stadt und ihrer Bewohner anpasste. Gerade auch in Korrelation mit den laufenden Analysen zu den Verlandungsprozessen in den ehemaligen Flussmündungsbuchten Selinus ließe sich dann auch nach den Auswirkungen dieser Veränderung des Landes fragen. Gerade die hier zu sehenden Brunnen und Wasserleitungen führen abschließend noch zu einem letzten Punkt, der bei der Untersuchung der Landnutzung von großer Bedeutung ist. Der Aspekt des Wassers. In der Forschung zur antiken Wasserwirtschaft Selinus konzentriert man sich meist und insbesondere in jüngerer Zeit immer wieder auf die Suche nach den von Diogenes überlieferten Wasserbaumaßnahmen des Empedokles. Also so ein typisches altertumswissenschaftliches Problem, was wir in der Literatur prominent lesen können, wird zuerst überall gesucht und vermutet. Diese werden neuerdings in der im Leiderbild sichtbaren Geländekante am Manuzza-Hügel erkannt. Das ist dieser Durchstich hier oben, wo so eine markante Kante den Rücken durchschneidet, ohne dass dafür auch nur ein archäologischer Befund als Beweis vorliegen würde. Völlig unbeachtet bleiben jedoch die vorhandenen archäologischen Quellen zu diesem Thema, die in ihrer Gesamtsumme relativ zahlreich sind. In Selinunt existieren Brunnen, die sind hier in den groben Zonen, wo sie sich befinden, es handelt sich natürlich immer um mehrere mit den grünen Punkten vermerkt. Zisternen, das sind die blauen Dreiecke, offene Kanäle und geschlossene Wasserleitungsnetze, das sind die roten Sterne, in eigentlich allen untersuchten Zonen der Stadt. Auch für viele der heute noch bekannten und teilweise nutzbaren Quellen, die wichtigsten sind hier in Gelb verzeichnet, wird ein antiker Ursprung angedacht, was jedoch nur teilweise zu beweisen ist. Gerade in ihrem Zusammenspiel ist die Wasserwirtschaft von Selinunt trotz dieser breiten Materialbasis noch nie umfangreicher analysiert worden und kann insofern auch ergänzende Kenntnisse, zumindest für die Fähigkeiten der Selinuntiner, erbringen. Gerade in komparativen Studien zu anderen Städten und ihrem Umland würden diese Untersuchungen helfen, die antike Land- und Wassernutzung in Sizilien endlich auf eine abgesicherte Basis zu stellen und damit vielleicht wirklich mal zu hinterfragen, was eigentlich die Selinuntiner dort angebaut haben, das letztlich zu diesem großen Reichtum der Stadt führte. Dankeschön.